Guten Morgen und herzlich willkommen, beziehungsweise guten Abend, zu einer neuen Folge von Subnautica. Ich würde sagen, wir bauen jetzt mal unser zweites Frachtmodul noch in den Krebs ein. Den Enterhaken konnten wir leider nicht machen, weil uns ein Blut fehlt fürs Benzol. Moment, falscher Laden. Ja, dann packen wir unsere letzten Batterien ein und würde ich sagen, let's go in den Untergrund. Ja, weil müssen wir mal. Wir haben ja alles jetzt aufgeladen. Und wir können mit dem Krebs auf eine Tiefe von 1300 Metern runter. Müssen wir mal gucken, wie weit wir damit kommen. Wirklich, ihr seid noch nicht auf 100%? Du bist auf 100. 96%. Oder müssen wir noch kurz warten? Wir ernten nochmal hier eine Runde Wasser. So. Und das Salz weg. Dann rennen wir nochmal hinter. So, überprüfen nochmal hier. Medkits nehmen wir mit. Hallo Kitty! Wir könnten nochmal kurz in den Frachtraum gucken. Vom Stinker. Jo, Stinker. Hast du da was drin? Ja, hier sind noch zwei. Ich habe keinen Platz. Ich habe zu viele Batterien, Freunde. Hier ist kein Frachtraum mehr, das heißt, wir stecken die jetzt mal in den Krebs rein. Dann haben wir die am Stissel. Das ist nur die Frage, erweitert das... Was erweitert hier oben? Warum nimmst du so viele Energiezellen mit? Ne, wir müssen ja auch noch Lila betanken. Also weil Lila ist ja auch energielos. Seemottentiefmodul, ja, das brauchen wir jetzt nicht. Ja, und jetzt? Warte mal, jetzt... Wir haben Wasser, wir haben Essen, wir haben Säure-Torpedo. Können wir auch, keine Ahnung. Es wird düster. Können wir auch aggressiv gegen alles vorgehen? Ah, das hat noch 98%, das ist okay. Hui! Komm her, komm her! Wir müssen noch was essen. Kommst du jetzt her? Angriff! Geht doch. Ja, kleiner Klubscher, du bist zu lecker. Der hier drüben. Ran. Aha. Das sieht schon ein bisschen unheimlich aus, wie der Krebs da steht. So. Essen haben wir. Gut, jetzt sollten auch die Batterien fertig sein. Sehe schon, ich brauche sonst noch ein nuklear betriebenes Ladegerät. Das einfach mehr Power rausdrückt. Komm, hier. Los. Leichte Schnitte. Helfen dem Energieladegerät Energie zu laden. Ich sag's euch. Okay, es sind scheiß Batterien. Hauptsache, wir haben sie dabei. Ich meine, wir haben ein paar Batterien dabei. Da kommst du bei den zwei jetzt nicht auf die 10% an. Wetten nachher doch. Ich sag's euch. Okay. So, wo müssen wir hin? Krasser Untergrund, da müssen wir hin. 1,5 Kilometer. Gut, 1400 Meter. Also fehlen 100 Meter. Da muss man ja schon mal korrekt sein. Und wir hüpfen einfach los. Ein bisschen düster hier unten. Aber. Der. Es sah einfach gerade von der Seite aus, als hätte er mich nachgebaut. Nein, weg da. Das muss ich mir jetzt nochmal angucken. Das ist doch ein Krebsanzug hier, oder? Die bauen mich nach. Die wollen mich klonen. Ich bin ein Teil von euch. Okay, egal. Ab in den krassen Untergrund. Okay, das Effizienzmodul und so, die müssen wir nicht extra anschalten. Das ist schon mal gut. Hui. Dann wollen wir auf dem Weg ein bisschen Benzol sehen, ne? Blutöl. Aber ich glaube, wir kommen nicht durch das Biom, wo das existiert. Daher, ja, machst du nix. Machst du nix. Hui. Komm ich da bis darüber? Sieht gut aus. Sieht gut aus. Hui. Ja, entspannt. Ich kann ja fast fliegen damit. Wir nehmen die Abkürzung. Durch die Lüfte.
Und es geht abwärts. Also nicht ganz so stark. Machen wir das tun. Schlückchen Kaffee. Bei angenehm 35 Grad. Fallschirmspringer. Hier sind zwar auch Pilze, aber an denen sind ja nicht die Dings dran. Und bam. An denen ist ja nicht das Blutöl dran. Oder doch? Ne, das sind nur die Löcher. Ja, ich muss... Ja, das, jetzt stecke ich hier fest. Toll. Toll. Moment. Warum ist jeder da, wenn der krasse Untergrund... Muss erstmal rauskommen. Lüftungsschacht. So, kurzer Rundumblick. Wo ist der krasse Untergrund? Frag 5. Untergrundbasis. Da. Ja, wir müssen nur in die richtige Richtung laufen. Wir sind ja letztes Mal sind wir auch super entspannt und easy reingekommen. Da war ja gar kein Problem. Ja, ich hab ein Haar im Mund. Und was liegt denn hier Feines rum? Lustige Metallschrottteile. Moment, hören wir uns mal an. Zyklop-Rumpf-Fragment. Wo kommt dieses Haar her? So, Haar erwischt. Gott sei Dank, darum schon Kaffee. Und es war der Kaffee, der volle Haar, aber nein. Bleh. Was bist denn du für ein Frack? Das haben wir aber schon untersucht, oder? Ich glaube, da haben wir nur keine Boje hingemacht. Oder irgendwer hat unsere Boje gefressen. Ja, untersucht haben wir es auf jeden Fall. Das rutscht hier auch so halb ab, kontinuierlich. Es passiert nichts, ist ungefährlich, kann man sich drunter stellen. Ach, hier sind wir. Ja, hätten wir jetzt ein geiles Wärmereaktor-Ding? 40 Grad. Ah, es ist schon heiß. Aber, 50 Grad. 50 Grad ist schon unangenehm. Also 40 Grad, ja, gute heiße Badewanne. Mach mal nicht, ne? Maschallah, mach noch mal. Das verschwindet ab und zu, Leute, ich sag's euch. Ab und zu verschwindet das. So, wir hüpfen voran. Kurzer Zwischenstopp. Schlückchen Wasser nehmen. Stay hydrated. Besonders wichtig auch bei den Temperaturen. Wobei, mir hat mal ein Arzt gesagt, dass es fast noch wichtiger ist, in den Wintermonaten viel zu trinken. Einfach weil da überall die Heizungen an sind, die Luft trocken ist. Und dadurch man schneller dehydriert als im Sommer tatsächlich. Was nicht heißen soll, dass ihr nichts trinken müsst, aber ja, weißt was ich meine, ne? Denkt man immer so, oh ja, im Sommer ist viel wichtiger, viel zu trinken. Es ist immer wichtig, viel zu trinken. Moment, ich sehe nix. So. Ja, da drüben ist die Lieder. Ist schon ein Stück weiter. Nochmal 1500 Meter. Da gehen wir jetzt auch hin. Diesmal geht es uns ja nicht darum, Nickelerz zu finden. Diesmal geht es ja darum, tiefer zu gehen. Klappe da oben. Uiuiuiui. Weißt du noch, wie wir hier mit der Lila durchgefahren sind? Voll motiviert. Mit dem Krebs ist es angenehmer. Ich meine, wir müssen hier lustig rumhüpfen. Aber wir könnten hier auf dem Weg ein bisschen was einsammeln. Und das in der Lila abladen. Stiss? Achso, ein Stein. Ja, das Manövrieren ist halt wesentlich leichter. Wesentlich leichter. Was wir mal gucken könnten, ob wir in der Lila an der Modifikationsstation, da müssen wir uns mal eine zweite bauen, die dann nicht in der Lila steht, Tiefmodul 2 oder so machen können für den Krebs. Weil grundsätzlich sollte das ja möglich sein. Wir snacken schon mal so einen Rubin. Nimm ihn. Okay, er ist zu langsam dafür. Die Rubinernten ist jetzt nicht so. Eben. Komm schon, nimm ihn.
Ja, sehr gut gemacht. Hier rutsche ich ab, oder? Nö, kann ich auch machen. Sehr gut. Gut, jetzt hoffe ich nur, dass der Ghost uns nicht angreift. Weil ich meine, die Lila hätte er ja angegriffen. Oder hat er angegriffen, besser gesagt. Da müssen wir natürlich ein bisschen gucken. Müssen wir machen, Luki Luki. Aber Lila steht noch da. Ich hoffe auch noch im vollen Besitz ihrer körperlichen Kräfte. Geistig, naja. Ja. Hier waren wir schon, oder? Platsch. Hier haben wir Nickel gebaut, das sieht man. Komm, bauen wir auch noch mal kurz ab. Wenn wir schon hier sind. Njong. Nehmen wir mit. Hey, Moment. Konzentrieren. Arm ausfahren. Ist ja fast so, als würde ich einen Roboter steuern. Moment, das ist ja das, was ich tue. Und die Musik ist mal wieder hier on point. Da wäre noch ein Nickel vorkommen. Ja, nehmen wir mit. Komm. Nehmen wir mit. Falls wir irgendwas tiefmodulmäßiges machen können. Und wenn es nur ein tiefmodul ist für die Lila, na, dann kann die auch ein bisschen tiefer gehen. Ich frage mich nur, ob es eine gute Idee ist, das zu machen, während wir in der Lila sind, während wir tief sind. Weil nicht, wir müssen es ja dafür rausnehmen. Wir brauchen ja Stufe 1er dafür, um Stufe 2er zu machen. Ja. Und wenn du dann das rausziehst, direkt erstmal Schaden. Damn. Wenn man schnell ist, könnte es dann gehen. Ich meine, der Schaden ist ja nicht instant komplett Zerstörung, aber ich möchte es eigentlich nicht riskieren. Weil der Zyklop ist jetzt, heutzutage betrachtet, jetzt nicht unbedingt so teuer. Aber, ja. Du. Finde ich generell schön, dass die Fahrzeuge nicht so übertrieben teuer sind. Es ist jetzt nicht... nicht so ein krasser Luxus, um von A nach B zu kommen. Da unten ist auch anderer Sound als oben. Interessant. Hui! Wir bremsen unseren Fall ein bisschen ab. Stopp. Ist hier irgendwas Cooles? Nö. Wir sind bald da. Tral. Oh. Moment, ist es immer noch ein Geistrieber? Ja, ist er. Kann ich irgendwie das Licht ausmachen? F? Ich kann ihn anbohren. Aber ich glaube, das fände er nicht so toll. Verständlicherweise. Hier geht's verdammt tief runter. Jo, das war vielleicht keine gute Idee. Oh shit. Können wir da landen? Bisschen Landung? Kriegen wir Schaden? Nö. Bin da! Kommen wir hier jemals wieder raus? Hey! Mach das nicht! Geh weg! Geh weg! Böses Vieh! Ich verprügel... Nein, geh weg! Wait! Könntest du loslassen? Kann ich dich irgendwie gegen die Wand hauen? Ich kann nicht in die Wand hauen. Kann ich hier raus? Ja. Ja, war jetzt nicht so schlimm rauszugehen. Machen wir nochmal. Es heißt, ne? Komm, wir reparieren dich kurz mal. Die Frage ist nur, wo gehen wir hier unten hin? Und wie kommen wir hier jemals wieder raus? Kyanit. Gibt's dich hier? Wir sind auf... Da unten ist ein fucking Drachen. Können wir in die Lava rein? Ich nehme an, wir können nicht in die Lava rein. Das sind Sachen. Loot. Ist nur Gold, oder? Ja. So, folgende Befürchtung.
Wir checken jetzt mal ab. Ja, tut nicht gut. Ist okay. Okay, aber wir können hier runter, okay. Das ist schon mal gut. Ja, wir müssen mal ein bisschen Gas geben. Ist doch ein bisschen heiß. Ein bisschen Schiss vor dem Ding. Hui! Ja, Gold gibt's hier en masse, aber ich will kein Gold. Gold habe ich ja. Gold, was wollen wir mit Gold, ganz ehrlich? Ja, hier unten in... Was ist das denn? Ist das Kyanit? Kann ich das haben? Ich dachte eben, das wäre was Schwimmendes, ein Fisch oder so. Ich dachte eigentlich, ich muss da runter... Da war irgendwas, Risikos. Ich dachte eigentlich, ich muss da runter, wo die Lila ist. Und die dürfen mich jetzt nicht außer Gefecht machen. Das wär ja nicht gut. Da ist irgendwas verdammt. Nein, du siehst mich gar nicht. Komm. Ja. Kyanit. Give it to me, baby. Give it to me. Ja. Alles meins. Loot. Wie gesagt, ich dachte eigentlich, wir müssen da runter, wo Lila ist, und ich habe irgendwie auch nicht gedacht, dass man da runter kann, wo der Geister Leviathan Reaper Typi war. Ich dachte eigentlich, da ja, ist einfach eine Mulde halt und der schwebt da lustig rum. Aber gut, wieder was Neues gelernt. Ich hoffe, wir kommen hier raus. Das, ja. Wäre von Vorteil. Du siehst scheiße aus, geh weg. Möchte das nicht. Ich will mal kaputt kloppen. Okay. Ja, war eigentlich ganz nett hier. Was zur Hölle bist du? Können wir das scannen? Er macht halt nicht wirklich Damage. Nö, es ist okay. Ich baue hier nur ein bisschen was ab. Wir können Freunde werden. Du bist bestimmt einsam. Tintenfisch? Wie gesagt, wir können Freunde werden. Gar kein Problem. Ich bringe dir Dinge. Ja, bisschen Blei, bisschen Gold baue ich dir ab. Ja, gar kein Problem. Ich weiß. Das sind Dinge, die Monster haben wollen. Der macht mir aber auch Angst. Sieht nämlich modifiziert aus. Nope, geh weg. Leute, hier unten ist gruselig. Warum ist hier so gruselig? Aber was zur Hölle ist dieses Riesending? Also ich würde es ja schon gern scannen, aber ich habe so ein bisschen Schiss, dass es mich tötet, wenn ich das tue. So, wir haben noch ein bisschen Kyanit. Aber meine Vermutung, dass wir Lava brauchen. Also. Für Kyanit. War schon mal korrekt. Was ist kein Platz mehr? Ja, komm noch her, Kyanit. Wir können das nachher auch mal einscannen. Okay, wisst ihr was? Wir gehen jetzt zurück, ja? Wir gehen an Bord von Lila. Wir versuchen ganz entspannt ein weiteres Tiefenmodul zu machen hier für den Krebs. Wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir wieder hier runter und versuchen ihn einzuscannen. Ob das klappt? Andere Frage. Ob er uns dabei umbringt? Gut möglich. Oder ist auch noch ein Kyanit? Mal gleich mal kurz umräumen. Ich kann hier von hier innen kann ich nicht auf die Teile zugreifen. So, aber der Laderaum ist ja... Da ist ein bisschen was drin, ne?
Wir nehmen jetzt das raus. Wir steigen ein. Dann können wir es abbauen. Ja, ein bisschen Schaden, aber komm, scheiß drauf, also ganz ehrlich. Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass der Drache da auf uns geschossen hat, dass... Also ich nenne ihn jetzt mal Drache, weil... Keine Ahnung, Tintenfisch, Riesenoktopus, irgendwas muss es ja sein. Hätte ich eigentlich gedacht, das wäre unser Ende gewesen. Also ich meine, der hat ja einen riesen Feuerball uns auf uns geschossen, das ist wie bei TFT. Wenn, ihr Dings, Shibana was ballert, ja. Augen zu und durch. So, ich habe Lust in die Lava zu springen, ich will wissen, was passiert, aber machen wir trotzdem nicht. Wir haben zu viel wertvolles Zeug dabei. Ich würde auch mal sagen, die Folge ist vorbei. Und dementsprechend dir vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer in die Kommentare. Und am Montag um 18 Uhr kommt die nächste Folge. Dir bis dahin eine wunderbare Zeit. Bleib gesund, hau rein und bye bye.